Die Miliz Islamischer Staat hat in einer Audiobotschaft den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Baghdadi bestätigt und gleichzeitig einen Nachfolger benannt. Al-Baghdadi war am vergangenen Sonntag nahe der nordwestsyrischen Islamistenhochburg Idlib ums Leben gekommen, nachdem ihn dort ein US-Militärkommando aufgespürt hatte. Sein Versteck und ein Tunnelsystem wurden danach dem Erdboden gleichgemacht. Zu ihrem neuen Kopf erklärten die Dschihadisten Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Der Name Quraysh geht auf einen gleichnamigen arabischen Stamm zurück, der Mekka zur Zeit des Propheten Mohammed beherrschte.